Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten dich verschiedene Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist du vielseitig interessiert? Lässt du dich gerne inspirieren und bist offen, auch neue und alternative Wege zu gehen? Dann bist du hier genau richtig. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Inspiration. Heute habe ich ein wundervolles Interview für dich mit Jonathan von VR Nyanja. Er ist Schweizer und hat in Mosambik vor 7 Jahren ein Mango-Projekt gestartet, um den Menschen vor Ort eine Chance zu bieten. Er erzählt sehr viel über das Leben vor Ort, seine Geschichte, die Herausforderungen, die Mango-Produktion und natürlich auch, wie sie vom Baum in Mosambik hier in der Schweiz kommen und zu kaufen sind. Du erfährst, wo du die Produkte bekommst und ganz, ganz viele Hintergrundinformationen. Ich finde es super, super spannend und vor allem sehr, sehr wichtig, dass es Menschen gibt, die anderen eine Chance geben und sich auch dafür einsetzen. Hör dir das Interview mit Jonathan an. Es ist ganz, ganz frisch. Wir haben das gestern aufgenommen und es liegt mir wirklich sehr am Herzen, dass solche Projekte geteilt und unterstützt werden. Und ich bitte dich von Herzen, wenn du Mangos magst, bestell sie dir. Du unterstützt damit so, so viele Menschen und du hilfst, wenn du die Webseite wie Facebook und Instagram Accounts teilst, wenn du diese Podcast-Folge mit deinen Freunden und Bekannten teilst, sie weiterempfiehlst und halt alle Menschen informierst, von denen du weißt, dass die Mangos lieben. Gerne gute Projekte unterstützen, denn nur so ist es möglich, dass Menschen von solchen Projekten und Produkten hören, denn das läuft alles über Mund-zu-Mund-Propaganda oder ein sehr großer Teil. Und ich glaube, das ist vor allem hier in der Schweiz sehr vielen Menschen noch viel zu wenig bewusst, was sie für einen Impact haben, wenn sie gute Sachen teilen. Das ist ein mega, mega, mega großes Anliegen von mir und ja, ich bitte dich, wenn dir die Folge gefällt, wenn dir das Projekt gefällt, teile es so oft du kannst. Und nun wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit einer wirklich interessanten und wundervollen Folge mit Jonathan von VR Nyanja. Hallo Jonathan, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit mir über dein wundervolles Herzensprojekt in Mosambik sprichst. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, ich habe dich letztes Jahr auf dem Street Food Festival in Zürich gesehen mit den mega, mega, mega leckeren Mangos. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch und auch ein bisschen mehr darüber zu erfahren. Und ja, würde dich bitten, direkt einmal anzufangen und das Projekt via Nyanja kurz vorzustellen und dann vielleicht auch etwas mehr über dich zu erzählen. Ja, sehr gerne. We Are Nyanja ist mein Herzensprojekt, wie du sagst, das ich vor 7 Jahren gegründet habe in Mosambik, in Südostafrika. Und mit dem Projekt wollen wir vor Ort Chancen schaffen für die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wir wollen aber zudem auch die beiden Welten verbinden, in denen wir leben und auch Freude teilen. Und ich kann vielleicht ein bisschen zum Hintergrund, etwas zur Region sagen, wo wir arbeiten. Das ist ganz im Norden von Mosambik, im Hinterland, wirklich fernab von Zivilisation. Es gibt da kleine Dörfer, wo Menschen wirklich sehr einfache Leben führen, in ihren selbstgebauten Lehmhütten leben und für ihren Eigenbedarf ihre Grundnahrungsmittel anbauen. Und sie haben dort Mangobäume und wunderbare Mangos von bester Qualität. Und ich habe dann dort miterlebt, wie eben diese wertvollen Früchte zum ganz großen Teil am Boden verrottet sind, weil einfach die
einmal im Jahr zur Mangosaison eine riesige Mangoschwemme stattfindet, wo einfach Tonnen und Tonnen von Mangos reif werden und die Leute können das gar nicht alles absorbieren. Und habe aber auch erlebt, wie sie zu anderen Zeiten im Jahr Hunger leiden, wenn eben ihre Vorräte von der Erntesaison zur Neige gehen. Und haben mir dann zum Ziel gesetzt, zu versuchen, ihnen eben ein Einkommen zu ermöglichen, mittels den Ressourcen, die sie bereits haben, eben diesen Mangos. Und über die letzten 7 Jahre haben wir dann dort zuerst ganz klein und einfach angefangen, experimentell die Mangos zu trocknen, weil man von aus so einer abgelegenen Gegend natürlich keine frischen Mangos exportieren kann. Und haben dann mit sehr viel Trial and Error irgendwann ein Produkt hingebracht, das wirklich auch qualitativ hochwertig war, hochstehend war. Und haben dann einfach mit über die Jahre immer weiter Aufbauarbeit geleistet und mittlerweile wirklich eine regelrechte Mango-Trocknungsfabrik gebaut in dem Dorf. Wo wir jetzt mit den Leuten zusammen in Handarbeit ihre eigenen Früchte eigentlich verwerten und dann in die Schweiz exportieren. Und das ist eben der Aspekt vom Chancen schaffen, dass wir eben einerseits jetzt schon 300 Familien in 7 Dörfern ein Einkommen ermöglichen. Und das sind zum großen Teil Familien, die sonst eigentlich kein Einkommen haben das ganze Jahr. Und das macht einen wertvollen Unterschied. Mhm. Und dass wir auch Leuten eine Arbeit ermöglichen in einer Region, wo es sonst keine Jobs gibt. Es gibt dort sonst keine anderen großen Arbeitgeber oder Projekte. Und wir haben jetzt in der Mango-Saison jeweils etwa 40 bis 50 Leute beschäftigen können. Und das ist nicht nur eben eine wichtige Einkommensquelle, sondern damit ist auch ein großer Stolz und ein Selbstwertgefühl damit verbunden, wenn Leute dann da arbeiten können, die eben sonst nie einen Job hatten in ihrem Leben. Und dann eben der andere Aspekt, der ganz wichtig ist für mich, dass es eben nicht nur eine materielle Sache ist, sondern eben, dass wirklich das Menschliche im Vordergrund steht. Ich habe dann gemerkt, dass jedes Mal, wenn ich wieder in der Schweiz war, die Leute sehr interessiert waren, eben zu hören, wie die Menschen dort leben und umgekehrt auch, wenn ich dort mit den Leuten spreche, wie sie sehr interessiert sind, eben über unsere Welt hier in der Schweiz zu erfahren. Und ich wollte dann noch mehr mit dem Projekt eben eine Brücke schlagen. Und darum haben wir schon von Anfang an auf jeder Packung Mangos ein Porträt abgedruckt von einer der Mango-Produzentinnen mit ihrem Namen und haben das wirklich in den Vordergrund gestellt. Wir haben sogar unser Logo nur auf die Rückseite gedruckt, weil wir wirklich eigentlich zeigen wollten, dass es um diese Leute geht. Und dann damit die Leute hier in der Schweiz eingeladen, ein Selfie zu machen mit so einem Packli, sodass sie selber eben mit der Produzentin der Mangos im gleichen Bild sind und sie eingeladen, eben diese Fotos dann auf Social Media zu teilen oder auf der Webseite hochzuladen. Und wir entwickeln dann die Bilder und geben sie im Dorf wieder an die Leute zurück. Und das ist so ein Austausch, der eben beidseitig ist und der eben die beiden Welten verbindet, über alle Grenzen hinweg, Menschen, die keine gemeinsame Sprache haben und deren Kulturen sehr verschieden sind. Und es ist irgendwie etwas sehr Berührendes, wenn eben doch so ein Fotogruß etwas ist, etwas ganz Einfaches, was auf beiden Seiten sofort verstanden wird und was eben, wie ich sage, wirklich auch Freude auf beiden Seiten bereitet und eben Freude über in diesen beiden Welten eben teilt. Ja, das ist so kurz gesagt oder mehr oder weniger unser Projekt. Ja, mega schön. Und so die Fotoidee, die finde ich auch, das hat mich auch sehr angesprochen, weil eben man sieht ein Produkt und es sieht mehr oder weniger immer ähnlich aus, aber sobald man einen Mensch sieht, dann berührt das einfach irgendwie. Also zumindest mir geht es so und
Es geht vielen Leuten so in meiner Erfahrung jetzt mit dem Projekt. Die Leute sprechen wirklich sehr gut darauf an. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, dass es eben nicht nur ein Bild ist. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich das älteste Marketingkonzept überhaupt, dass man einfach Bilder von normalerweise attraktiven Menschen auf Produkte draufdruckt. Mhm. Aber die werden ja dann nicht wirklich als Menschen wahrgenommen, weil es sind ja nicht Menschen, die etwas mit dem Produkt zu tun haben, sondern es sind einfach Models. Mhm. Und ich glaube, wir sind da schon natürlich sehr abgestumpft, weil wir das einfach das ganze Leben schon so erlebt haben. Und wenn dann plötzlich Fotos auf den Produkten drauf sind, die eben wirklich die Produzentin des Produkts sind, und das merkt man erstens, weil eben plötzlich auf allen Packungen verschiedene Gesichter drauf sind, und weil eben die Namen der Person darunter stehen, weil eben die Person plötzlich wichtig ist, weil es nicht einfach ein Model ist, das ist ja egal, wie die heißt oder der heißt. Ja. Und weil man eben den Leuten auch ansieht, dass sie eben keine Models sind, weil sie eben nicht unbedingt den gängigen Schönheitsstandards unbedingt entsprechen, weil wir sie nicht danach ausgesucht haben, sondern es sind einfach die Leute, die eben das Produkt hergestellt haben. Ja. Das ist überraschend. Für Leute und auch sehr erfrischend, denke ich, und stößt häufig auf Begeisterung. Ich wollte damit eigentlich auch ein bisschen das Gefühl von einem Markt herstellen, wo man ja hingeht, nicht nur um die Produkte zu kaufen, sondern man möchte eben auch den Produzenten begegnen, möchte vielleicht vom Produzenten auch etwas erfahren über das Produkt, man möchte diesen Austausch haben und man möchte vielleicht auch Danke sagen können für das Produkt und das man dann genießt. Und mir ist aufgefallen, dass in der heutigen Zeit, wo man ja alles eigentlich online bestellen kann, und zwar auch Ware, die qualitativ hochstehend ist, man kann auch Bio-Ware online bestellen, man kann sich alles nach Hause liefern lassen. Und es gibt eigentlich keinen Grund mehr, in einen Laden zu gehen und schon gar nicht an einen Markt, weil es ist ja sehr aufwendig. Aber trotzdem gehen Leute an Märkte und Märkte sind sogar sehr beliebt und Leute gehen auch an einen Markt, wenn es regnet. Und das hat mir irgendwie zu denken gegeben und ich habe dann wirklich gemerkt, dass ein großer Teil eben damit zu erklären ist, dass Leute eben nicht einfach nur das Produkt wollen, sondern sie wollen das Erlebnis, sie wollen die Leute kennenlernen, die hinter den Produkten stehen. Ja. Und das ist halt normalerweise mit Produkten, die von weit her kommen, ist das nicht möglich, weil einfach die Distanz dazwischen ist. Und wir haben jetzt versucht, mit diesem Konzept eben eigentlich trotzdem diese Brücke zu schlagen und die Konsumenten und die Produzenten und eben auch ihre Welt einander ein bisschen näher zu bringen. Möglichst eben auf eine Art, die trotzdem einfach und auf beiden Seiten verständlich, unmittelbar verständlich ist. Genau. Ja, mega schöne, tolle Idee. Danke. Und was hat dich dann da in den Busch gebracht? Also es ist ja auch nicht so übel, dass man jetzt irgendwo aus der Schweiz irgendwie in so ein Dorf kommt und dann da einfach mal was aufbaut. Ja, das ist eine lange Geschichte. Also ich habe eigentlich keine unmittelbare Erfahrung vorher, die jetzt geradlinig auf so ein Projekt hingeführt hätte. Zunächst habe ich Philosophie studiert und habe dann verschiedene Jobs gemacht. Habe ein bisschen in der Entwicklungszusammenarbeit geschnuppert, ich denke, das ist sicher relevant. Und habe dann aber als letztes in London bei einer Bank gearbeitet und habe dort war drauf und dran, dort eine schöne Karriere aufzubauen. Und habe das dann eben 2013 hingeschmissen und mich eben auf den Weg nach Mosambik gemacht. Ursprünglich noch nach Mosambik gekommen bin ich aber durch meine Eltern. Mein Vater war Diplomat, ist jetzt pensioniert und war vor etwa 15 Jahren oder so, war er in Mosambik stationiert. Und meine Mutter ist eben nicht so die klassische begleitende Ehefrau, die dann einfach dort 3-4 Jahre einfach
irgendwie einfach zu Abendessen und Gala-Einladungen mitgeht, sondern die wollte etwas machen und hat eben dann sich aufgemacht, um ganz auf der anderen Seite in diesem riesigen Land, das sind etwa 2000 Kilometer entfernt im Norden, fernab, ein Projekt zu verwirklichen. Und sie hat dann dort, sie war die erste von uns, die sich eben in dieser Region aufgemacht hat und hat dort eine Ökotourismus-Lodge aufgebaut. Und das war eigentlich auch immer nur überhaupt nicht ein wirtschaftliches Projekt, sondern mehr auch ein Versuch, eben diese Region an die Welt anzuschließen, um eben dort Besucher, Touristen hinzubringen und eben auch die Bevölkerung des Dorfes dort einzubinden, weil wir haben dann auch einerseits bei der Aufbauarbeit und auch beim Unterhalt der Lodge alles die Leute aus dem Dorf eingestellt und haben eben dort dann auch das als Basis gebraucht, um dann verschiedene andere Projekte durchzuführen. Also wir haben dort eine Schule gebaut, wir haben einen Krankenposten gebaut, ein Community-Zentrum und verschiedene Sachen. Haben ausgemusterte Militärmatratzen dorthin geschifft und dort verteilt, weil wir herausgefunden haben, dass Leute keine Matratzen haben. Über die Jahre. Und das war eben, das ist dann so zu einem Familienprojekt geworden. Also meine Mutter hat das gegründet ursprünglich, aber mein Bruder auch und ich und auch Freunde und natürlich mein Vater, der das Ganze auch dann natürlich finanziert hat, ist alles aus privaten Mitteln, haben das dort über die Jahre aufgebaut. Und das war so mein Hintergrund und meine Beziehung eben zu dieser Region und zu Mosambik. Und als ich dann eben in England war und dort gearbeitet habe, weil ich, also das war schon ein bewusster Entscheid, auch weil ich wusste, dass wenn ich mal irgendetwas machen will, muss ich schon auch Arbeitserfahrung haben. Man muss ja auch für so etwas die Wirtschaft verstehen. Man muss, es ist eine gute Allgemeinausbildung, mal wirklich in Finance ein bisschen Erfahrungen zu sammeln und ja. Ja, aber das hat dann irgendwann kam wirklich der Punkt, wo ich merkte, nein, das ist wirklich nicht das, was ich langfristig will, sondern ich habe jetzt, es kam der Punkt, wo ich auch merkte, dass ich nicht mehr profitiere, als ich zurückgebe bei der Bank. Mhm. Weil am Anfang habe ich natürlich sehr viel gelernt und eigentlich nicht sehr viel beitragen können noch, weil man ist ja noch neu. Und, ja. Aber irgendwann hat sich das dann gewendet und dann bin ich dann gegangen und habe das Projekt eben angefangen, weil ich einfach gemerkt habe, dass mit allem, was wir dort schon aufgebaut hatten, dass wirklich das größte Potenzial noch darin lag, eben wirklich den Leuten ein Einkommen zu ermöglichen. Und da lag es einfach auf der Hand. Also wir haben auch andere Möglichkeiten natürlich geprüft, aber es lag auf der Hand, einfach diese Mangos zu verwerten, die da so in riesigen Mengen schon vorhanden sind. Ja. Ja. Sag immer, irgendwann habe ich auch ein Haus mit einem Mangobaum. Ja. Oh ja. Das muss dann einfach, kann dann nicht in der Schweiz sein, Leute, denke ich. Das auch nicht. Wahrscheinlich auch nicht, eben das habe ich gedacht. Ja. Bisschen wärmer ist auch gut. Genau. Und wie hast du denn, also wie kann man sich das vorstellen, dass so ein Projekt beginnt? Also ihr hattet da ja schon ein bisschen ein Netzwerk von lokalen Menschen. Also ganz am Anfang hatten wir wirklich überhaupt kein Netzwerk. Da ist wirklich, meine Mutter ist einfach in diese Region gereist mit dem Zelt im Rucksack alleine und ist da an den Nyassa-See gekommen. Es ist ein riesiger See, etwa so groß wie die Schweiz. Und hat da mit den Fischern irgendwie gesprochen und die haben ihr angeboten, sie mitzunehmen auf so einer im Boot der Küste entlang Richtung Süden. Und dann hat sie da einen schönen Sandstrand gesehen und ein Dorf und ist da ausgestiegen und hat da mit den Leuten gesprochen. Und da ich war da nicht dabei, aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Also da wird das ganze Dorf wird da aufgelaufen sein auf dem Strand und
Da kommt natürlich das Dorfoberhaupt, der Chief. Und dann gibt es so diese Formalitäten, dass man sich dann wird natürlich ein Stuhl gebracht, wahrscheinlich irgendein Plastikstuhl, wo man dann drauf sitzt und der Chief sitzt auch da und dann kommt jemand, der irgendwie übersetzen kann und dann spricht man da miteinander. Und dann hat sie eben vorgeschlagen, dass sie da gerne etwas realisieren würde. Das stößt natürlich immer auf einerseits auf Freude, aber andererseits auch das alleine noch nicht auf allzu große Begeisterung, weil viele Leute dort schon oft erlebt haben, dass ihnen Versprechungen gemacht werden. Gibt jetzt hier ein Projekt, sei es von der eigenen Regierung natürlich, dass immer wieder Versprechungen gemacht werden, besonders wenn gerade Wahlen anstehen, aber auch dann von Ausländern, die zum Teil wirklich auch mit guten Absichten, aber zum Teil auch nicht, da Versprechungen machen, aber allermeistens passiert dann schlussendlich nichts. Mhm. Und ja, dann ist sie aber da wirklich nach dem ersten Besuch ist sie dann zurückgekehrt und hat angefangen, das vorzubereiten, also Pläne gemacht und Ausrüstung eingekauft. Und dann sind sie irgendwie 2 Monate später, meine Mutter und mein Bruder und noch ein Freund zusammen, sind dann da mit dem vollbepackten Geländewagen mit vollem Anhänger, voller Ausrüstung, einfach mit Zelten und Kochausrüstung und allem, was man halt so irgendwie braucht. Wobei ich weiß nicht, ob sie wirklich eine Vorstellung hatten, was man da alles braucht, aber so nach bestem Ermessen da angekommen und dann, ja, angefangen mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Und das hat sich dann da über Jahre hingezogen. Also ich glaube, meine Mutter hat, ich glaube, zwei Jahre lang da im Zelt gelebt. Und ich bin dann auch dazu gestoßen und habe auch etwa ein halbes Jahr dort verbracht beim Aufbau. Und dann haben wir einfach, ja, halt auch Schritt für Schritt irgendwie exploriert, was es für Möglichkeiten gibt. Und auch natürlich die Leute kennengelernt und die Kultur kennengelernt. Und die Leute haben uns kennengelernt und man hat sich dann da irgendwie auch langsam aneinander gewöhnt und hat natürlich auch endlos Herausforderungen gegeben, weil das sind natürlich schwierige Verhältnisse, wenn man da von außen in so ein Gefüge hineinkommt. Und wir haben da über die Jahre natürlich auch sehr viel gelernt, jetzt in Bezug auf, wie man vielleicht auch die eigene Kultur mal ein bisschen zur Seite legen muss und sich anpassen muss, und aber wo es dann auch irgendwo Grenzen hat, wo man auch einfach sagen muss, das geht nicht. Mhm. So können wir nicht zusammenleben, so können wir nicht zusammenarbeiten. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass ein riesiges Ungleichgewicht dann besteht, einerseits wirtschaftlich, materiell, wenn wir da kommen mit vollgeladenen Fahrzeugen und mit all unserer Ausrüstung und für die Leute auch schwierig zu ermessen ist, wo dann unsere Grenzen sind. Also ich glaube, da war häufig auch irgendwie so der Eindruck da, dass bei uns einfach unlimitierte Ressourcen vorhanden sind, was ja auch nicht der Fall ist. Mhm. Und damit hat auch ein Machtgefälle, dass wir natürlich schon auch Einfluss haben können vor Ort, in einer Art, wie das ein durchschnittlicher Dorfbewohner dort nicht haben kann. Und damit muss man auch lernen, umzugehen, auf eine Weise, die irgendwie nachhaltig ist und die, ich will sagen, gerecht ist etc. Aber das ist eigentlich alles Bedingung dafür, dass es halt so etwas nachhaltig ist. Wir waren einfach daran interessiert, langfristig dort etwas machen zu können. Und das Erste, was man einfach sicherstellen muss für so etwas, ist, dass man einen Umgang findet, eine Beziehung findet mit den lokalen Leuten, der für beide Seiten irgendwo stimmt. Mhm. Weil es sonst einfach sofort daran scheitert, dass die Leute dann einfach nicht mehr mitmachen und nicht mehr gewillt sind oder sogar sich dann gegen,
gegen so eine Initiative stellen und dann hat man sofort keine Chance mehr. Wir haben das gesehen mit anderen Initiativen, die das irgendwie nicht hingebracht haben, von Leuten, die eben vielleicht auch andere Absichten hatten. Ja. Es wird dann sehr schnell schwierig, gegen den Willen einer Bevölkerung etwas durchzusetzen. Mhm. Ja. Ja, das soll man ja auch nicht. Das soll man auch nicht, ist aber leider nicht so. Also ja. Es gibt natürlich dann immer die Mittel, also wenn man dann wirklich einfach mit viel Gewalt und einfach seine Macht ausspielt, das ist ja so wie in Afrika an sehr vielen Orten und auch dort, also wir haben das auch aus erster Hand miterlebt, wie es halt schon so funktioniert, dass wenn man es, dass gerade große Firmen, die wirtschaftliche Interessen haben, dann eben zum Teil es vermeintlich oder vielleicht auch tatsächlich nicht nötig haben, die lokale Bevölkerung auf die gleiche Seite zu bringen und dann einfach halt aus ihrer Machtposition dann einfach etwas durchsetzen. Ja. Aber das war ja nie unsere Absicht. Also wir sind unsere Absicht war im Gegenteil eben mit den Leuten und auch für die Leute etwas zu machen, aber nicht als Hilfsprojekt, das tönt immer so nach Geld verteilen und sondern wir wollten wirklich mit den Leuten zusammenarbeiten und ihnen eigentlich einfach die Möglichkeit geben, sich selbst etwas zu erarbeiten, was sie einfach sonst nicht können. Das Mango-Projekt ist ja jetzt wirklich ein Paradebeispiel dafür. Die Leute, die wollen arbeiten, die wollen etwas machen aus ihren Mangos, sie können einfach nicht, weil man einfach dafür Rahmenbedingungen braucht, die sie einfach selbst nicht herstellen können. Man braucht Ausrüstung, man braucht Maschinerie, man muss Leute organisieren können, verschiedene Sachen, was einfach dort für die Leute nicht möglich ist. Ja. Und trotzdem ist schlussendlich die Arbeit, die Ressourcen sind ihre, die Arbeit ist ihre. Und sie sind auch wirklich Teil dieses Projekts und eben das ist dann wieder der Bogen zum Produkt. Darum sind auch ihre Gesichter auf den Packungen drauf. Wie spricht man in Mosambik? Du hast vorher gesagt, man braucht einen Übersetzer, also nicht so eine lokale Sprache. Ja, also die Amtssprache ist Portugiesisch, weil es war einmal eine portugiesische Kolonie. Mhm. Und dann haben sie aber hunderte von lokalen Sprachen, die dann wirklich, das sind dann afrikanische Sprachen, die nichts zu tun haben mit eben unseren europäischen Sprachen. Und in unserer Region spricht man eben Chinyanja. Das ist die Sprache der Nyanja. Und die Nyanja sind eben das Volk, die dort leben. Und darum haben wir auch unser Projekt Nyanja bzw. We are Nyanja getauft, um wie mit allem anderen eben auch auszudrücken, dass es eben um diese Leute geht und dass es eben von ihnen kommt. Ja. Und interessant ist dazu auch, Nyanja heißt auf Nyanja See, weil die Leute an diesem riesigen See wohnen. Sie sind das Volk vom See, weil der See eben wirklich das Zentrum ihrer Welt eigentlich ist. Oder das ist wirklich, das ist lebensspendend, weil sie eben von da ihr Trinkwasser und sie fischen da, das sind auch Transportwege für sie mit ihren Schiffen, vom See gewinnen, aber andererseits eben auch identitätsspendend und das drückt sich dann eben auch aus, eben im Namen ihres Volkes und ihrer Sprache, dass sie eben die Menschen, das Volk vom See sind. Ja. Darum eben auch wieder eigentlich ein schöner Bogen zum Namen unseres Projektes, weil ich habe eben auch den Anspruch, dass wir irgendwo natürlich wie der See auch lebensspendend sind oder dass das Projekt den Leuten eben wirklich Chancen schaffen soll, aber andererseits, dass es eben auch Identität spenden soll oder stiften soll, weil ich wirklich daran glaube, dass auch, dass unsere Arbeit, die wir jeden Tag leisten, dass das wird zu unserer Identität und wenn das eine gesunde Identifizierung ist, dann kann das sehr bereichernd sein, wenn wir uns mit unserer Arbeit identifizieren können und daran glauben und uns gerne dafür einsetzen. Aber ich glaube, dass es auch umgekehrt
wenn wir Arbeit machen müssen, die wir eigentlich nicht machen müssen, dass wir auch darunter leiden natürlich. Mhm. Und wir versuchen eben darum auch, den Leuten eben Arbeitsplätze zu bieten, die sie eben gerne besetzen und auf die sie auch stolz sind. Und ich sehe das, also wenn die Leute, das sind meist junge Leute, die bei uns arbeiten, das sind auch zum größten Teil Frauen, die bei uns arbeiten. Jedes Jahr, wenn wir anfangs der Saison das Team zusammenstellen, da melden sich Hunderte von Leuten, die bei uns arbeiten wollen. Also das halbe Dorf steht dann da und wir machen doch, ja, dann auch immer Vorstellungsgespräche mit allen. Das geht dann einen oder manchmal zwei Tage sind, machen wir einfach relativ kurze Gespräche mit den Leuten, einfach um kurz die Leute zu wählen. Und wenn sie dann wirklich den Job haben und wenn sie dann ihre Uniform bekommen, das ist einfach ein gelbes T-Shirt und eine Mütze dazu und ihre Gesichtsmaske und ihre Latex-Handschuhe und alles so ganz professionell. Und dann gibt es so das Händewaschprozedere etc. und jeder hat seinen Arbeitsplatz und so. Und die Leute, die sind stolz darauf. Das ist irgendwie für die etwas Großartiges, wenn sie wirklich irgendwo einen richtigen Job haben, wo man ihnen sogar eine Uniform gibt zum Anziehen. Und es ist sogar eine Klimaanlage an der Wand. Ich meine, die haben sonst, die waren im ganzen Leben noch in keinem klimatisierten Raum. Und das ist einfach, und so. Und das ist auch wichtig. Und das ist unter Umständen genauso wichtig wie eben das Einkommen, das sie eben dann verdienen, mit dem sie sich eben neue Kleider leisten können, die sie sonst einfach nicht haben, oder eben auch die ganz grundsätzlichen Sachen einfach, dass sie dann, wenn die eigenen Vorräte zur Neige gehen, dass sie eben noch Geld haben, um vielleicht trotzdem noch Lebensmittel einzukaufen und eben nicht Hunger zu leiden. Ja. Ja. Und du sprichst mit denen dann Portugiesisch? Ich spreche Portugiesisch, genau. Ich habe darum, also außer eben auf Chinyanja habe ich so die Höflichkeiten begrüßen und verabschieden und so gelernt. Ich würde es sehr gerne auch wirklich abschließend lernen, aber ich konnte halt auch kein Portugiesisch, als ich dort, keiner von uns konnte Portugiesisch. Und Portugiesisch ist einfach wichtiger, weil es halt die Amtssprache ist und weil man halt auch in Mosambik, wenn man so etwas macht, sehr viel mit den Behörden zu tun hat. Es ist natürlich ein extrem bürokratisches System. Eine Firma gründen, was man hier in wahrscheinlich an einem Tag machen kann, dauert dort etwa ein Jahr in unserem Fall. Und es ist alles auf Portugiesisch. Also man muss Portugiesisch können. Und die Leute können dann eben im Dorf, vielleicht die Hälfte der Leute kann mehr oder weniger Portugiesisch. Ein paar wenige können es sehr gut und dann bis hin zu denen, die wirklich kein Portugiesisch sprechen. Und dann behilft man sich einfach mit Übersetzen. Ja. Genau. Gibt es da Schulen? Oder? Es gab eine Schule, die aber total ruiniert war. Also das war eine Ruine, da war das Dach eingestürzt und die paar Kinder, die trotzdem zur Schule gegangen sind, unter dem Baum vor der Schule gesessen, mit der Wandtafel gegen den Baumstamm gelehnt. Aber das sind natürlich keine Verhältnisse. Ja. Und wir haben da dann eben eine neue Schule gebaut, die wir auch von Freunden und Familien, eben von verschiedenen Gönnern finanziert haben. Und die dann auch ins Schulsystem, ins nationale Schulsystem eingegliedert. Also es sind dann auch mit nur ein Schulgebäude bauen ist das natürlich nicht getan. Es muss dann wirklich auch ein Lehrer da sein und es muss Schulmaterial da sein und es muss dann auch sichergestellt werden, dass der Lehrer auch erscheint und dass er nüchtern ist und alle so die Sachen, die hier irgendwo selbstverständlich sind. Das ist da überhaupt nicht selbstverständlich. Und ja, das war auch über die Jahre immer wieder ein Kampf. Das Gleiche mit dem Gesundheitsposten. Wo wir, es war eigentlich einfacher, das Gebäude zu errichten und die ganzen Möbel und alles, die Ausstattung, als dann wirklich dafür zu sorgen, dass da wirklich ein ausgebildeter Mediziner
auch nur mit einer Grundausbildung, wie es hier vielleicht ein, ja, nicht mal ein Krankenpfleger wahrscheinlich, aber jemand, der einfach Medizin, also Medikamente verteilen kann und einfache Verletzungen behandeln kann und so. Das war der schwierigere Teil am Ganzen. Und jetzt sicherzustellen, dass sie auch immer eben Nachschub eben an Medikamenten und an allem, was man halt so braucht. Aber das ist auch immer wieder ein Kampf, weil ihnen einfach das Material einfach ausgeht. Und dann haben sie einfach kein Verbandsmaterial mehr oder haben keine Malaria-Behandlungen mehr. Und wenn man dann halt krank ist und da anklopft, dann gibt es halt einfach nichts. Und das sind halt auch so, ja, die Schicksale, die man da dann miterlebt, dass man wirklich halt sehr, dass die Leute sehr, sehr exponiert sind und ein sehr prekäres Leben führen, ja. Dass eben einfache Sachen verheerend sein können. Also wenn jemand eine Verletzung hat, eine Schürfwunde und hier wäre das überhaupt kein Thema, ist einfach eine Unannehmlichkeit und dort kann sich so etwas entzünden und kann dann irgendwo dazu führen, dass jemand dann plötzlich einfach daran stirbt, an den Folgen. Oder eben auch Sachen wie Kindsgeburt ist dort mit großen Risiken verbunden, weil einfach eine bedeutende Zahl der Mütter die Geburt, und Kinder die Geburt nicht überleben, weil einfach die Mittel, konkret gesagt, man kann dort keinen Kaiserschnitt haben, natürlich. Mhm. Man kann auch im weiten Umfeld, ich weiß nicht, ob man in der Provinzhauptstadt im Spital einen Kaiserschnitt haben kann. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das einfach nicht geht. Ja. Oder wenn, dann wirklich nur in einem Spital, das eben eine weite Reise ist, wo ja. Bis hin zu Kinder, die eben Malaria haben, die Durchfall haben, also ja, es ist wirklich, es ist verheerend und das sind eben auch dann Schicksalsschläge, wo sich eben Leute nicht einfach dran gewöhnen. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man eben auch, ich habe immer wieder so Gespräche mit Leuten aus der Schweiz, die eben auch richtigerweise feststellen, dass wir ja hier im Überfluss leben und dennoch nicht glücklich sind oder viele von uns nicht so glücklich sind, wie wir sein könnten. Und die Leute in Mosambik haben sehr wenig bis gar nichts und sind zum Teil kommt einem wirklich eine große Lebensfreude entgegen und das ist wunderschön und das gibt einem zu denken und da kann man auch etwas davon lernen. Aber ich sage immer, es ist wichtig, dass man nicht vergisst, dass daneben, wenn das Kind Durchfall hat und daran stirbt, ist dann die Lebensfreude auch vorbei, mhm. bei allen Beteiligten. Und es ist genauso schlimm, wie wenn hier ein Kind stirbt. Es ist darum eben, denke ich, wichtig, dass man differenziert und dass wir eben trotzdem mit eben so einer Initiative wie jetzt unsere versuchen, einen Unterschied zu machen. Ja. Obwohl ich jetzt überhaupt nicht den Anspruch habe, dass wir jetzt da irgendwie die Leute aus ihrer Armut herausheben oder aber wir machen einen Unterschied und der Unterschied ist wichtig und das ist gut genug. Ja, wir haben eben Chancen schaffen, wie du schon zu Beginn gesagt hast. Genau. Und auch Chancen schaffen, ich brauche bewusst diesen Ausdruck, weil eine Chance ist nichts mehr als eine Chance, die muss man dann auch zuerst noch ergreifen. Ja, genau. Und das sehe ich dann auch nicht als meine Verantwortung. Ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die jetzt bei uns ein Einkommen verdienen, das nachher nicht sinnvoll einsetzen. Mhm. Aber ich weiß auch, dass Leute wirklich die Chance ergreifen und wirklich weiterkommen wollen und auch weiterkommen. Mhm. Und ich sehe das dann auch, wie hier jeder Arbeitgeber auch. Man hat Angestellte und die arbeiten und es ist eine Chance. Und man kann sich Mühe geben, den Job zu behalten oder nicht. Und dann verliert man den Job.
und man kann seinen Verdienst nachher einsetzen, damit es einem langfristig besser geht und der Familie besser geht oder nicht. Mhm. Und da ich wirklich auch den Anspruch habe, einfach mit den Leuten, mit erwachsenen Leuten wie mit mündigen Erwachsenen auch umzugehen, ja. Ob sie jetzt hier in der Schweiz sind oder dort, ich denke, es steht mir nicht an, Leute anders zu behandeln grundsätzlich. Mhm. Darum haben wir dort auch irgendwo, darum spreche ich von Chancen schaffen, oder? Weil ich irgendwo trotzdem die Verantwortung nicht einfach übernehme und auch nicht übernehmen will, sondern eben, dass das immer noch Sache des Einzelnen ist. Aber dass wir eben eine Chance, die vorher gar nicht besteht, mhm. irgendwo ermöglichen. Ja. Genau. Ja, und ich denke eben, es liegt nie an jemandem zu beurteilen oder verurteilen, wofür jetzt zum Beispiel in diesem Fall der Lohn eingesetzt werden muss. Weil das macht ja auch jeder so, wie es für ihn gerade richtig ist. Und ob es jetzt für mich oder für dich sinnvoll ist, ja, das ist das sehe ich eben auch so, aber da hatte ich schon viele Diskussionen über die Jahre, oder? Mhm. Weil gerade wenn du sagst, oder es liegt jedem Einzelnen zu entscheiden, wie sinnvoll es ist, ich denke, viele Leute, es gibt auch wirklich Arten, seinen Lohn einzusetzen, der einfach objektiv gesehen nicht sinnvoll ist. Ja. Aber ich denke, auch das ist Verantwortung jedes Einzelnen. Ich kann nicht einem erwachsenen Menschen sagen, der bei mir angestellt ist und dem ich einen Lohn zahle und der dann nach Hause geht, das ist ein völliger Übergriff, wenn ich dem nachher versuche, ihn anzuweisen, wie er jetzt seinen Lohn auszugeben hat. Ja. Aber das ist... das ist vielleicht auch schwierig nachzuvollziehen, wenn man eben nicht unmittelbar die Beziehung mit diesen Leuten hat. Aber für mich ist das sonnenklar, wenn man mit den Leuten zu tun hat, weil das sind wirklich, das sind erwachsene Leute, genau wie wir auch. Die haben eine Eigenverantwortung und manche nehmen sie mehr wahr und andere weniger. Das ist ja hier auch so. Das ist hier genauso. Ja. Genau. Ja. Genau. Wie läuft denn, kannst du mal kurz den Prozess so von die Mango fällt auf den Boden oder wird vom Baum gepflückt, bis dann hier bei dir am Weihnachtsmarkt zu kaufen ist? Also kurz ist der Prozess wahrscheinlich nicht, aber... Ja, so kurz ist er nicht. nein, es ist überraschend kompliziert. Also die Mangos werden eigentlich, das ist immer im November, sind die reif. Die reifen in den Monaten vorher so langsam dahin. Zuerst sieht man so ganz kleine Früchte, die aussehen wie grüne Beeren und die werden dann größer. Dann sind es so, irgendwann erkennt man die als Mangos und dann im November kommt irgendwann, da sind wir dann jeden Tag im Dorf, die Bäume am Beobachten und mit den Leuten am Diskutieren, wann kommen die Mangos und jeder hat eine Meinung und niemand weiß es wirklich und irgendwann geht es einfach los. Dann kommen die Mangos und dann werden die geerntet mit so normalerweise mit langen Bambusstöcken. Wird einfach im Gäst gestochert und dann fallen die Mangos runter, werden in Säcke geladen und dann werden sie direkt im Dorf von uns gekauft. Also da kommt dann einmal am Tag kommt unser Lastwagen und dann warten da die Produzenten mit ihren Mangosäcken und dann haben wir eine Liste, also die sind alle bei uns registriert, die sind ja auch alle biozertifiziert, das haben wir auch gemacht, wir haben 300 Produzenten, jeden individuell als Produzenten biozertifiziert. Oh, wow. Und wir wissen auch, wie viele Mangobäume die haben und was so ihre Produktionskapazität ist und die dürfen dann analog ihrer Produktionskapazität, können sie dann einen, zwei oder drei Säcke an dem Tag verkaufen. Und da geht es eben darum, dass dass wir möglichst über die Mango-Saison die Lieferkapazität der Leute eben ausschöpfen können, dass wirklich am Schluss möglichst jeder alles verkauft hat. Ja. Und wir können nicht alles auf einmal kaufen, weil wenn man sie erntet, werden sie plötzlich sehr, sehr viel schneller reif. Also man muss sie so lange wie möglich eben auf dem Baum lassen. Mhm.
Und dann kaufen wir das ab, die Leute werden bar auf die Hand bezahlt, das ist auch wichtig, also das ist nicht irgendwie auf Kredit oder irgend so etwas, sondern es kommt ein Sack Mangos und es kommt Geld bar auf die Hand und auf der Liste eingetragen und dann wird das mit dem Lastwagen in unsere Fabrik gebracht, eben in einem dieser Dörfer in der Region. Und dort geht es dann in ein Lager, das ist, da werden sie auf dem Boden eigentlich in, ausgebreitet unter einem großen Strohdach. Da haben wir auch zum Teil Bilder auf Instagram und so von all diesen von diesen Situationen, wo dann unser Team, die jeden Tag die Reifen ausliest. Und da werden wirklich jeden Tag, jede Mango wird angefasst und gefühlt, ob die jetzt schon reif ist, wie wir das auch jetzt im Supermarkt machen, wenn wir Früchte auslesen. So. Und dann kommen die, werden die gewaschen und kommen dann in die Fabrik hinein, wo sie eben dann vom Team, das sind etwa 20 Leute, die da einfach mit Messern am Tisch stehen und den ganzen Tag Mangos schälen und Mangos schneiden. Mhm. Und kommen dann da auf große so Plastik-Trays, sagen wir denen, wo sie dann aufgestapelt werden und in den Trockner kommen. Da werden sie dann etwa 12 Stunden getrocknet, kommen dann wieder raus, werden wieder verlesen, die Qualität wird kontrolliert nochmals, dann werden auch scharfe Kanten und so werden von Hand abgeschnitten und dann wird es dort vakuumverpackt und in Schachten gepackt und eingelagert. Und dann am Ende der Saison, wenn alles produziert abgeschlossen ist, wird das in einen Container geladen, der dann eine etwa monatige Reise in die Schweiz macht. Wow. Und ja, also die werden dann zuerst auf dem Lastwagen über Land nach Nacala an den Hafen gefahren und kommen dann dort aufs Schiff und fahren dann dort, das sind verschiedene Routen, aber einmal habe ich gesehen, ist er dann auf diese Schellen gefahren und dort umgelagert auf ein neues Schiff und dann von dort in den Oman und dort wieder umgelagert, dann durch den Suezkanal ins Mittelmeer und um Spanien herum nach Hamburg und dort wieder umgeladen auf ein Rheinschiff und von dort auf dem Rhein aufwärts nach Basel und von dort auf dem Lastwagen nach Bern und dann in Bümplitz in unser Lager, wo sie dann eingelagert werden. Und dann von da werden sie dann zum Teil, die großen Beutel kann man dann direkt bei uns bestellen, die dann wirklich so, wie sie am Ursprung eingepackt wurden, direkt nach Hause geschickt werden. Und die kleinen Packungen, wo eben die Gesichter drauf sind, die werden dann hier in der Schweiz noch eingepackt, in einer geschützten Werkstätte von Menschen mit Beeinträchtigungen, alles auch von Hand. Das haben wir einmal vor Ort probiert und das hat einfach nicht geklappt, weil einfach die Reise, das wird alles zerdrückt und das ist, die Packung ist wirklich zu empfindlich. Das mussten wir alles dann neu einpacken, darum machen wir das jetzt hier. Aber sonst ist wirklich alles vor Ort und eben auch die ganze Wertschöpfung darum vor Ort. Und das ist eben auch das, was mir wichtig ist, dass möglichst viel von unseren Kosten wirklich dort vor Ort den Leuten zugutekommen. Ja. Mega spannend. Danke fürs Erklären des Weges. Ja, gern. Ja, weil oft ist ja so, man sieht dann das Produkt oder eine Dienstleistung und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, was da dahinter wirklich steckt. Ja, und also bei uns ist ja auch wirklich, das muss man schon sagen, das ist speziell, dass wir wirklich die ganze Kette vom Produzenten bis zum Konsument hier in der Schweiz alles selber machen. Mhm. Also beziehungsweise, dass alles von uns kontrolliert ist. Weil normal ist natürlich, dass eine Firma jetzt im Produktionsland dem Bauern etwas abkauft und das dann verarbeitet und dann wird es aber dann von einem Großhändler eingekauft und irgendwo auf der Welt dann weiterverkauft, wo es dann häufig um das ganze Jahr um den Bedarf zu decken, auch mit Ware aus anderen Ländern, von anderen Kontinenten, die andere Produktionszyklen haben, dann vermischt wird und dann wird es weiterverarbeitet, dann wird es von einer anderen Firma dann eingepackt und am Schluss kauft es noch jemand, der es dann vertreibt, der dann eben das Logo und den Brand drauf hat. Aber oftmals ist es schon der Fall, dass wirklich die Firma
oder die Leute, die, von denen man das schlussendlich kauft, dass die nicht nur nie im Produktionsland waren, sondern dass die oft gar nicht wissen, wo das Zeug wirklich herkommt. Mhm. Weil man liest ja zum Teil auf Produkten, dass es wirklich ein Produkt aus mehreren Ursprungsländern, weil es eben alles vermischt ist oder weil es je nach Jahreszeit aus einem anderen Land kommt. Mhm. Geschweige dann eben, dass sogar die persönliche Beziehung noch irgendwo noch besteht. Ja, und bei uns ist es eben wirklich so, ich kenne die Leute, die auf unseren Packungen abgebildet sind. Mhm. Ich meine, ich habe ja die Fotos von den Leuten gemacht. Und das ist schon etwas Spezielles. Und das ist bei uns auch halt ein Grund dafür, dass das Produkt auch einfach mehr kostet, weil das ist natürlich aufwendig, wenn man die ganze Kette selbst managt und wenn man gleichzeitig halt relativ gesehen sehr kleine Volumen hat. Ja. Es gibt natürlich Trockenmango-Produzenten, die 100-mal größere Volumen haben und das sind dann auch, die haben dann andere Einsparungen. Aber ich glaube eben auch, ich weiß jetzt aus Erfahrung, dass es viele Leute gibt, die eben nicht einfach nur erstens Mangos, zweitens möglichst günstig wollen, sondern die eben interessiert sind und auch gewillt sind, etwas dafür zu bezahlen, auch gerne dafür bezahlen, dass eben so ein Projekt dahinter steht, mhm. weil sie das unterstützen wollen. Genau. Ja. Ich glaube, wir bekommen auch am Marktstand, jeden Tag bekommen wir von fast der Hälfte der Leute, die geben uns ein Trinkgeld, was ja auch überhaupt nicht eigentlich üblich ist an einem Warenmarkt. Wir sind ja nicht ein Restaurant, aber die meisten machen dann eine Zehnernote und das ist dann gut so für 9 Franken. Und ja. Es gibt auch Leute, die gerade heute hat jemand versehentlich 2 Mango-Abos bestellt und ich habe dann zurückgeschrieben, ja, ob das richtig ist. Und sie hat dann geschrieben, nein, sie wollte nur 1, es sei ein Fehler gewesen. Dann habe ich sie gebeten, mir doch ihre Kontoangaben zu schicken, damit wir das zurück. Das wollte sie nicht. Er hat gesagt, das sei schon gut, sie sponsert das gerne ans Projekt. Das ist jetzt gerade heute, oder? Ja. Heute Vormittag habe ich gerade damit. Das sieht man einfach, es ist es Leuten, auch in der Schweiz, wo ja viel Geld da ist, aber wo trotzdem Leute sehr preissensitiv sind, grundsätzlich. Mhm. Aber plötzlich, wenn dann so eine Geschichte kommt, sind plötzlich Leute sehr gerne bereit, etwas dafür zu bezahlen. Ja. Und wie gesagt, das muss man auch, weil sonst geht es nicht. Es ist ja nicht so, dass unsere Produkte teuer sind, weil wir uns eine goldene Nase daran verdienen, sondern es ist einfach, die Kosten sind so hoch. Wir haben bis jetzt noch 0 Profit gemacht in 7 Jahren. Ja. Ja. Krass, ja. Ja, ich denke, es ist auch immer wieder wichtig, da auch transparent zu sein und das eben auch mal auszusprechen und aufzuzeigen. Mhm. Weil ja, sicher. Das lernt man ja nicht in der Schule. Es geht ja eigentlich immer nur um mehr, besser optimieren und mehr Gewinn. Und dann denkt ja, und die Leute, ja, das rendiert bestimmt. Die haben bestimmt deshalb so ein schönes Auto und keine Ahnung. Ja, die Leute sind es auch nicht gewohnt. Eben so, beziehungsweise sie haben auch nicht die Erfahrung zu sehen, was dahinter ist, weil man ist ja als Konsument, werden einem einfach Produkte präsentiert, die man kaufen kann. Mhm. Und was dahinter steckt, wird eigentlich meist nicht aktiv kommuniziert, sondern in vielen Fällen auch ein bisschen versteckt, weil es eigentlich, wenn man sehen würde, wo Produkte herkommen und wie sie produziert werden und was eigentlich das für einen Impact hat für die Natur, für andere Menschen, für Tiere, für etc., dass den Produzenten, also dass den Verkäufern sehr wohl bewusst ist, dass das niemand kaufen würde, oder? Mhm. Und wir versuchen das Gegenteilige zu machen. Wir versuchen eben eine schöne Geschichte zu haben und die eben zu präsentieren. Aber das hat dann seinen Preis eben. Ja. Ja. Wie viele Kilo Mangos verarbeitet ihr so im normalen Jahr? Weißt du das? Wir haben jetzt, letztes Jahr haben wir etwa 100 Tonnen Mangos eingekauft. Das sind so 100.000 Kilos Mangos. Ja. Frische Mangos. Aber das ist dann nach der Verarbeitung waren es jetzt noch 7.000 Kilo
getrocknete Mangos. Ja. Okay. Ja. Und das sind, da geht halt viel verloren, weil das sind halt, erstens, das sind nicht Mangosorten, die speziell gezüchtet wurden und darum einen möglichst kleinen Stein haben und möglichst viel Fruchtfleisch etc. Und das sind wirklich Urmangos, die stehen da seit Generationen auf Bäumen, die da seit 100 Jahren stehen. Mhm. Und die Mangos sind einfach so, wie sie sind. Mhm. Das heißt, man hat relativ viel, wenn man die geschält und den Stein rausgeschnitten hat, ist schon etwa die Hälfte weg. Ja. Und dann werden sie getrocknet. Da geht nochmal etwa von dem, was bleibt, etwa 80% ist einfach Wasser. Das geht auch weg. Und dann hat man noch Ausschuss natürlich, weil eben wenn man so nicht von einer Plantage, sondern wirklich von Hunderten von Kleinproduzenten, da kann man auch nicht kontrollieren beim Kauf, dass man nur die beste Qualität einkauft, sondern das machen wir nachher eigentlich nach dem Kauf erst in der Fabrik. Da hat man auch Ausschuss und so. Und was dann bleibt, sind eben so irgendwo zwischen 5% und 10% ja, von dem, was man einkauft. Ja. Und was sind so die Herausforderungen mit den Menschen, mit der Produktion, vielleicht auch mit der Natur oder so? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil das sind endlose Herausforderungen jetzt über die 7 Jahre. Ich habe eigentlich 7 Jahre war meine Hauptbeschäftigung war Probleme lösen. Okay. Endlos Probleme lösen. Aber das ist ja auch klar und das ist auch der Grund, warum niemand so in der Region etwas macht und warum es nicht viele solche Projekte gibt. Es ist wirklich schwierig, weil wir arbeiten in einer Region, es gibt bei uns keinen Netzstrom, es gibt keine Teerstraße, die zu uns führt. Das sind so, wenn man irgendwo eine Fabrik baut, wären das wohl so die ersten Grundbedingungen, die man haben möchte. Ja. Es gibt auch niemanden irgendwo weit und breit, der unsere Maschinen reparieren kann, wenn sie kaputt sind. Ob das jetzt ein Generator ist oder unser Trockner. Es ist auch immer wieder schwierig, eben, ich habe es kurz angetönt, mit der Bürokratie in so einem Land. Es wird einem sehr viel abgefordert, es ist ein riesiger Aufwand und es ist sehr teuer auch. Schon nur die bürokratischen Anforderungen, die oft auch sehr intransparent sind und man hat auch oft mit Korruption zu tun und mit Inkompetenz und so weiter. Das ist auch schwierig. Mhm. Dann eben die kulturelle Herausforderung, dass man wirklich mit Leuten zusammenarbeitet, die weder eine Sprache noch eine Kultur noch irgendetwas gemein haben, die sich sehr schlecht in uns hineinfühlen können und wir können uns anfangs sehr schlecht in sie hineinfühlen und das braucht viel Zeit, bis man sich da versteht. Ich glaube, das ist jetzt wirklich, das macht sehr Spaß jetzt, dass wir uns wirklich sehr gut verstehen. Ich fühle mich jetzt sehr zu Hause dort und ich bin dort auch im Umgang mit den Leuten ganz anders als hier, weil es ist einfach, ich habe das gelernt, oder dass es einfach eine andere Kultur ist und kann jetzt dort aber auch ganz natürlich irgendwie mich hineingeben. Mhm. Dann eben die ganzen technischen Herausforderungen, dass man da wirklich in großen Volumen etwas produzieren kann, was trotzdem noch den Hygienestandards und den Qualitätsstandards entspricht. Ich meine, das ist anspruchsvoll, wenn man den Hintergrund nicht hat. Ich habe vorher nicht bei einer Mangotrocknungsfirma gearbeitet. Ich wusste nicht, wie man das macht. Wir haben die ersten Trockner selbst gebaut. Oh, wow. Mit Designs aus dem Internet haben wir die dort gezimmert. Und erst aufgrund dessen haben wir dann irgendwann eine Finanzierung gewonnen, eine Ausschreibung, dass wir wirklich einen professionellen Trockner anschaffen konnten. Dann die ganze Logistik, ich meine, bis man etwas aus Mosambik exportiert hat bis hierhin und noch Lebensmittel dazu, das hat sehr lange gedauert und war ein langer Lernprozess, bis wir wirklich auch die richtigen Partner und Kontakte hatten und bis wir wussten, wie man so etwas macht. Und dann die größte Herausforderung jetzt in den letzten 2-3 Jahren, als wir wirklich endlich so weit waren, dass wir ein Produkt hatten und in der Lage waren, das Produkt zu produzieren und es hier hinzubringen, war dann auch einfach die Kunden zu finden. Ich habe am Anfang gedacht, ja, wir haben so ein gutes Produkt und so eine schöne Geschichte und es ist alles gut gemacht etc. Jetzt müssen wir uns nur noch zurücklehnen und jetzt kaufen das dann die Leute. Und das ist einfach nicht so.
Ja. Man muss, das ist eine endlose, riesige Arbeit, immer neue Kunden zu finden. Und da wussten wir auch am Anfang nicht, wie man das macht, weil ich hatte da auch nicht die Erfahrung. Und haben dann erst irgendwie, weil eine Freundin von mir ist Marktfahrerin, die ich kennengelernt habe, als ich einfach mal zu einem Markt stand, um es mal zu probieren. Und haben dann da plötzlich gemerkt, dass plötzlich die Leute, dass wir plötzlich Erfolg hatten, weil wir eben die Geschichte eins zu eins erzählen können. Schön. Aber man kann auch nicht nur Marktstände machen, weil das reicht ja nicht, weil es ist extrem aufwendig und anstrengend und teuer auch. Und man muss dann trotzdem den Online-Auftritt haben und einen Webshop. Und es sind so viele Sachen, dass niemand, der so etwas macht, kann auch nur annähernd alle Fähigkeiten und Erfahrungen mitbringen. Auch außer man hat wirklich genau das Gleiche schon einmal gemacht. Aber sonst sind es einfach so viele Herausforderungen. Ja, und dann waren wir eben eigentlich Ende letztes Jahr, waren wir dann so weit, dass es wirklich funktioniert hat. Wir hatten wirklich ein tolles Produkt, eine tolle Geschichte, könnten alles vom Mangobaum, vom Bauern bis in die Schweiz, alles hat einfach funktioniert und es hat sogar unter dem Strich sich gezeigt, dass es finanziell aufgeht, weil das ist ja dann immer noch der endgültige Test. Ja. Man kann viel aufbauen und wenn es einfach dann nur Geld frisst jedes Jahr, das geht einfach nicht. Ja, klar. Und dann ist eben halt Corona, die ganze Krise passiert und das hat uns halt dann dieses Jahr auch einen riesigen Strich durch die Rechnung gemacht, weil einerseits die alle Märkte abgesagt waren und das war unser wichtigstes Standbein. Mhm. Wir haben, wie gesagt, auch den Online-Shop, wir machen auch Firmenkundengeschenke, wir sind auch im Detailhandel, in den Läden, aber die Märkte waren mit Abstand der größte Zweig und die anderen hängen auch sehr stark davon ab und wir konnten plötzlich keine Events mehr machen. Ich konnte auch nicht mehr nach Mosambik reisen, weil ich habe gar kein Visum mehr bekommen. Ja, und da mussten wir dieses Jahr wirklich schweren Herzens die Produktionssaison absagen. Das heißt, die Leute haben jetzt wirklich seit Jahren zum ersten Mal ihre Mangos nicht verkaufen können. Die Leute konnten nicht in unserer Fabrik arbeiten und das war eine sehr schmerzhafte Entscheidung. Aber es war auch sonnenklar, dass es keine Alternative gab. Mhm. Und jetzt war es wirklich dieses Jahr, war ich immer wieder am Punkt, wo ich eigentlich geglaubt habe, dass es jetzt vorbei ist, weil es einfach nicht weitergeht so. Und es ist immer noch nicht klar für mich, wie es weitergeht, wenn, denke, wir kommen jetzt noch bis ins neue Jahr, kommen wir durch und dann müssen wir wirklich dann sehen, dass etwas, dass die Lage sich wieder normalisiert, weil sonst ist es mittelfristig uns, werden uns die Mittel einfach ausgehen, dass wir einfach nicht mehr weitermachen können. Und das hoffen wir natürlich nicht. Aber, ja, das hoffe ich also auch sehr nicht. Aber ist mir auch bewusst, dass das bei sehr vielen, gerade bei kleinen Unternehmen, der Fall ist. Und wir müssen jetzt einfach schauen, wie es weitergeht. Ja, du hast ja noch gesagt, dass einige Weihnachtsmärkte, glaube ich, aktuell noch stattfinden können. Mhm. Ja, ich hoffe schwer, dass ihr da teilnehmen könnt und die leckeren Mangos verkaufen könnt. Ja, also es sind jetzt noch, wir waren auf praktisch allen großen Weihnachtsmärkten in der Schweiz. Jetzt mal haben wir uns beworben und es ist dann wirklich fast alles eigentlich abgesagt worden oder sie wurden nur in kleiner Ausführung durchgeführt, dass wir dann oft auch einfach den Platz nicht bekamen, weil es sehr viele Bewerber hatten und wir waren noch neu, weil wir jetzt zum ersten Jahr eigentlich wirklich sehr viele Weihnachtsmärkte gleichzeitig machen wollten. Mhm. Jetzt hoffen wir aber, also wir sind in Bern, der Markt auf der Kleinen Schanze findet in kleiner Ausführung statt. Da haben wir jetzt eine Zusage für zwei Wochen und das ist so etwas, wo wir uns sehr darauf freuen natürlich und dann auch hoffen, dass uns das noch ein bisschen Einkommen gibt, dass wir eben auch im nächsten Jahr dann, weil Anfangsjahr so das erste Quartal ist einfach schwierig, dann müssen wir dann auch durch. Ja. Mhm.
Ja, magst du noch ein bisschen etwas über die Produkte erzählen, was es bei euch gibt und wo man sie findet? Ja, unbedingt natürlich. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Ja, herzlichen Dank. Also eben zum Produkt muss ich zuerst sagen, wir haben die Mangos und wir haben zusätzlich die Bananen, weil das ist das zweite Produkt, das die Leute da haben. Und mein Anspruch ist eben, dass wir wirklich mit dem arbeiten, was die Leute schon an Ressourcen haben und nicht etwas Neues da aufdrücken. Das sind die Bananen wie die Mangos, sind wirklich Ursorten. Wir haben das mal analysieren lassen. Die Mangos konnten sie gar nicht bestimmen im Labor. Es ist wirklich nicht eine der wenigen zwei, drei Zuchtsorten, die man sonst immer hier bekommt. Es sind immer die gleichen Mangos. Bei uns ist wirklich etwas ganz anderes. Das Wow. schmeckt man auch. Es hat wirklich einen sehr interessanten, vielschichtigen Geschmack. Wir verarbeiten sie ohne Zusätze. Da ist überhaupt nichts dran, kein Zucker, nichts, was sie irgendwie länger haltbar macht, etc. Sondern wirklich 100% reine Frucht. Sie sind von Hand verarbeitet, an der Luft getrocknet und dann eben, wie gesagt, direkt vom Produzenten zum Konsumenten gebracht. Bei den Mangos wie den Bananen. Und das ist wirklich auch dann vom Erlebnis her, das merkt man einfach. Dass es eben nicht eine Zuchtmango ist, dass es eben nicht von einer Plantage kommt, dass keine Zusätze dran ist. Es ist etwas anderes, als was man sonst gewohnt ist. Und eben die bekommt man bei uns in den 100 Gramm Packungen, in der Dreierschachtel, mit den Gesichtern drauf. Und was jetzt aber neu ist, was auch sehr interessant ist, dass wir eben Mango-Abos haben, wo man unverbindlich Mangos abonnieren kann. Dann bekommt man ein schönes großes Vorratsglas nach Hause geschickt mit der ersten Lieferung. Und dann in Abständen von 2 Wochen, einem Monat, 6 Wochen oder auch 2 Monaten bekommt man dann regelmäßig einen Nachfüllbeutel geschickt. Und man kann das kündigen, wann immer man will. Also es gibt keine fixe Laufzeit. Es wird immer nur die neueste Bestellung abgebucht und sie sind natürlich so einiges günstiger, wenn man sie im Abo kauft. Und das ist jetzt wirklich sehr attraktiv. Von denen verkaufen wir sehr gut im Moment. Weil eben, wenn man Abo hört, hat man immer so unmittelbar Angst, ja, aber dann bin ich irgendwie eingebunden. Das ist überhaupt nicht so. Es ist wirklich unverbindlich. Und wir haben auch wirklich sehr wenige jetzt, dass die Abos abbestellt werden. Also es werden immer mehr, weil die Leute das dann auf den Küchentisch stellen und dann sind einfach immer Mangos da. Das bekommt man alles bei uns auf dem Webshop und das ist eben bei nianja.com. Und Nianja schreibt man Nyanja. Ja, das verlinke ich dann unten alles noch in den Shownotes. Ah, schade, kannst du das reinschreiben, genau. Nur weil sonst die Leute mit dem Namen manchmal so nur vom Hören nicht viel anfangen können. Nein, das kommt dann alles unten rein, damit es möglichst einfach ist, alles auch wirklich zu finden. Ja, sehr gerne, unbedingt, unbedingt. Und wo kann man die Mangos sonst noch kaufen? Weil ich glaube, ich habe euch im Stadtladen in St. Gallen mal gesehen. Ja, das kann gut sein. Weil die Läden, das weiß ich eben nicht genau, in welchen Läden wir sind, weil das können wir nicht selbst direkt an die Läden verteilen. Das ist einfach zu aufwendig. Da arbeiten wir mit Grossisten zusammen, die größere Mengen von uns einkaufen und die dann weiter an die Läden verteilen. Ah, okay. Weil eben da gibt es Firmen, die nichts anderes machen, oder? Und das können wir nicht auch noch machen. Ja. Genau. Aber das ist eben über den Detailhandel. Aber wenn man bei uns am Online-Shop bestellt oder eben am Markt, kommen sie wirklich direkt von uns. Okay, ja, Genau. super. Ja, dann schon mal vielen, vielen, vielen Dank für diese ganzen Informationen. Es war mega spannend. Ja, sehr gerne. Danke nochmals für die Einladung. Das war ein Vergnügen. Ja, sehr, sehr gerne. Gibt es sonst noch etwas, was du loswerden möchtest, was du mitteilen möchtest? Nein, eigentlich nicht. Ich habe ja jetzt schon Werbung gemacht für unseren Shop. Nein, ich bin einfach natürlich dankbar, wenn sich Leute das mal anschauen. Die Webseite haben wir auch alles selbst gebaut. Alles mit unseren eigenen Fotos und alles. Ja, und auch auf Social Media.
Auf Instagram und Facebook posten wir auch regelmäßig. Wir haben sehr viel schönes Bildmaterial. Mein Bruder ist Fotograf und wir haben zusammen da über die Jahre viele Fotos gemacht, eben von den Menschen und vom Leben dort und so weiter, und versuchen eben auch dort Leute, die das mitverfolgen wollen, dass sie eigentlich auch am Projekt einfach dran sein können und ab und zu ein Bild sehen. Ja, schön. Und da sind wir auch auf at We Are Nianja auf Facebook und Instagram. Okay, super. Perfekt. Genau. Vielen, vielen Dank nochmal und ja, ich hoffe, dass ihr noch einige Märkte besuchen könnt und vor allem, dass es spätestens ab Januar dann für euch wieder bergauf geht. Ganz vielen Dank, das hoffen wir auch. Und danke dir nochmal für die Einladung. Danke dir, sehr gerne. Merci. Ich hoffe, dir hat das Interview gefallen und es hat dich genauso berührt wie mich. Falls das der Fall ist, teile es bitte so oft du kannst. Teile es mit deinen Freunden und Bekannten auf allen möglichen Kanälen, damit dieses wunderbare Projekt so viele Menschen wie möglich erreicht. Und in den Shownotes findest du alle Links, auch den Link zum Blog und zum Shop. Du kannst dir noch heute deine Mangos bestellen und die werden in den nächsten Tagen bei dir ankommen und du kannst sie genießen. Dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag, einen tollen Wochenstart und bis zum nächsten Mal.